Das ist Marie. Sie ist eines von 9 Kindern in einem der 10 Häuser im SOS-Kinderdorf in Abidjan an der Elfenbeinküste. Sie verkleidet gerne ihre kleine Schwester Alva. Oder hilft ihrer Mutter Christine in der Küche. Aber von Anfang an. Marie stellt uns ihre Familie einfach selbst vor. Hallo, ich möchte euch meine Geschwister vorstellen. Hier ist meine ältere Schwester Aurel. Das ist meine kleine Schwester Gerald. Und sie hier daneben heißt Mary. Und die Kleine, die uns den Rücken zudreht, die heißt Alva. Hier sitzt mein großer Bruder Saul. Daneben sitzt Ernest, der übrigens heute Geburtstag hat. Er wird 10 Jahre alt. Und das hier ist mein kleiner Bruder Mohammed. Jetzt zeige ich euch die Küche. Sie liegt direkt neben dem Wohnzimmer und ist eigentlich der wichtigste Raum im Haus. Hier ist der Herd und der Kühlschrank, der ist da drüben in dem kleinen Nebenraum. Als nächstes will ich euch mein Schlafzimmer zeigen. Es ist am Ende des Ganges auf der rechten Seite. Das hier ist mein Bett. Ich schlafe immer lieber unten. Insgesamt sind wir hier zu viert, meine Schwestern und ich. Direkt gegenüber ist das Zimmer mit unseren Kleidern. Das gehört alles mir, also das rechte Regal. Direkt gegenüber ist auch unser Badezimmer. Dusche, Toilette, ganz normal eigentlich. Und das ist meine Mama mit meinem kleinen Bruder Tiss. Mama heißt übrigens Christine. Bei einer so großen Familie ist es natürlich besonders wichtig, dass alle zusammenhelfen. Einkaufen, kochen, den Tisch decken und vieles mehr. Wenn es geht, essen alle zusammen auf der großen Terrasse. Aber es sind fast nie alle da. Die einen sind in der Schule, die anderen bei der Nachhilfe oder machen Sport. Gut so, bleibt mehr für die, die da sind. Zwischen 1 und 18 Jahren sind die Kinder von Mama Christine alt. Das jüngste, Baby Tiss, wurde von seinem Vater gebracht. Die Mutter starb bei der Geburt und der Mann war völlig überfordert. Da hat er den Kleinen, schweren Herzens, bei der SOS-Familie gelassen. Marie lebt jetzt seit 5 Jahren bei ihrer Familie im Kinderdorf. Mit 7 Jahren brachte sie ihre Mutter hierher. Ihr Vater, ein Pastor, war bei einem schrecklichen Unfall gestorben. Und die Mutter konnte Marie und ihre Geschwister nicht mehr ernähren. Sie telefoniert regelmäßig mit ihrer leiblichen Mutter und besucht sie auch in den Ferien. Aber ihre eigentliche Familie ist jetzt hier. Ich bin glücklich, aber manchmal, wenn ich nicht einschlafen kann, erinnere ich mich an Papa, wie er sich zu mir gesetzt hat und mit mir geredet hat, bevor ich einschlief. Das macht mich dann traurig. Gott sei Dank überwiegen die glücklichen Momente im Leben der kleinen Marie. Besonders die gemeinsamen Mahlzeiten sind der Familie und Mutter Christine besonders wichtig. Ich bin hier aus Liebe zu den Kindern. Früher habe ich mich um die Kleinen von meiner Schwester gekümmert. Aber ich war müde und wollte die Arbeit wechseln. Zur gleichen Zeit wurde das Dorf eröffnet und eine Freundin von mir hat meine Unterlagen dort abgegeben. Ich bin zu einem Gespräch eingeladen worden und wurde 2 Jahre lang eine sogenannte Tante. Am 15. November 2000 wurde ich zur Mama ernannt und mir wurde das Haus hier zugeteilt für mich und meine 10 Kinder. Die Kinder machen alle einen zufriedenen Eindruck.
Marie liebt Fahrradfahren in der Freizeit. Aber das ist noch längst nicht alles. Ich schreibe gerne Romane. Ich will später mal Schriftstellerin werden und Anwältin. Und ich singe auch sehr gerne. Deswegen geht Marie auch gerne zur Schule. Sogar heute, trotz Nachmittagsunterricht. Und sie ist der Stolz ihrer Mutter. Marie ist ein tolles Mädchen und viel weiter im Kopf als andere Kinder ihres Alters. Sie ist sehr neugierig, hinterfragt alles und ist sehr beliebt in der Schule. Sie schreibt ihre Bücher und zeigt sie ihren Lehrern, die sie immer ermutigen, weiterzumachen. Marie und ihre Freundinnen aus dem SOS-Kinderdorf gehen in die Oberschule. Die ist nicht auf dem Gelände, so wie die Grundschule. Wenn die Schule nicht zu früh anfängt, laufe ich hin, fast eine Stunde lang. Wenn die Schule schon um 7 losgeht, dann wird uns der Transport gezahlt. Auf jeden Fall ist es ein weiter Weg, der auch nicht schön ist und manchmal auch gefährlich. Der Verkehr, die vielen Autos und auch die Männer, die dem Mädchen hinterherpfeifen und rufen. Aber es hilft ihr nichts. Einer der Höhepunkte der Woche ist der Kirchgang am Sonntag. Stundenlang wird gebetet und gesungen. Fast das ganze Kinderdorf ist da. Und danach gibt es meistens ein großes gemeinsames Essen. Bei solchen Anlässen kann man besonders gut sehen, dass das ganze SOS-Kinderdorf eine große Familie ist.